Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Tagebuch zu Yakuza 6 und heute stehen wir am Scheideweg, denn letztes Mal war ich so ein bisschen angecast mit dem Ganzen, das war mir zu repetitiv und zu langweilig und ich wurde da einfach nur doof hin und her geschickt und wenn es heute nicht besser wird, dann werde ich dieses Tagebuch vorzeitig abbrechen und einfach sagen so sorry, nee, weil mir macht es dann auch keinen Spaß mehr, es war letztes Mal schon echt grenzwertig. Und das reicht mir dann irgendwann. So, wir müssen jetzt mal wieder zurück zur Bar, mal wieder, nachdem wir schon 12 Mal dorthin geschickt wurden. Und das ist auch so ein bisschen nervig gerade, weil diese Botengänge immer von A nach B und zurück und dann trotzdem wieder hin. Nun gut, vielleicht geht heute ein bisschen mehr voran, was die Geschichte angeht. Gucken wir mal. Wir gehen auf jeden Fall mit unserem kleinen Baby da rein. Verantwortungsvoller Vater, der wir sind, kommt das Kind natürlich in den Hundekorb. Während wir uns an die Bar hocken und so schön einen hinter die Binde kippen, ne? Ja, das wird nicht viel mit Enjoyment, weil da kommt schon wieder Trubel. Oh oh. Wird er schon wieder auf die Backen? Kommt mir gerade wie ein Déjà-vu vor, ne? Als hätte ich den beim letzten Mal gerade erst verprügelt. Und zwar zweimal. Lass mal einfach mal im Regen stehen. Oh! Voll auf die 12, aber nicht von uns. Oh oh. Wer ist der Typ? Low-Budget Joker mit dem lila Jackett. Oh oh, jetzt wird ja auch Beef. Ich weiß nicht, was die alle Beef mit ihm wollen. Wir sind eigentlich nur friedlich in die Stadt gekommen. Und jeder will sich mit uns anlegen. Wir machen ja nicht viel. Da müsste sich doch auch umgesprochen haben, wer wir sind. Die können doch gar nicht so unconnected sein im Jahr 2018. Ach so, der hat immer das Schutzgeld nicht eingesammelt. Ja. Oh, der Kleine, ey. Das ist nicht gut. Das macht Kazuma Kiryu jetzt auch wütend. Ja. Wenn ich das nehmen würde, dann könnte ich dir nicht mehr in die Augen schauen. Ja. Vielleicht hat er doch ein bisschen ein Herz. Ja. Aber der Patriarch hat da ein bisschen was dagegen. Oh oh, der kriegt jetzt Prügel dafür. Wir helfen denen jetzt, ne? Aber wir merken so, ey, der passt hier auf die Perle auf. So, jetzt müssen wir den wahrscheinlich dann Where did they go? They couldn't find Nagumo. Okay. So, ich hätte gern schon noch ein bisschen mehr Energie gehabt, bevor ich die jetzt da. Oh, muss ich da jetzt lang gehen? Dann gehen wir zu Senkoji. So, das ist auch ein Stadtteil, da waren wir noch nicht. Da müssen wir einfach nur gerade aus, gell? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der ist gar nicht nämlich so schlimm, ne? Der Typ. Der wird uns jetzt helfen. Gibt jetzt mal schön blaue Bohnen. Man, so ein Spiel mit Bud Spencer und Terence Hill, ne? Das wär's. Ich will meine Laufattacke machen, die ich gelernt habe. Oh oh. Scheiße. Nein! Jetzt hatte ich gerade meine blaue Phase! Den aus dem Haus, Häuschen.
Mann! Immer die kleinen. Wie block ich denn nochmal? Ah, mit L1. Was macht ihr denn? Ich block hier! Mann! Scheiße, was macht ihr denn hier für Special-Scheiß-Move? Und die andere steht nur dumm rum, was? Hau dem doch mal. Oh, ich bin gerade so wütend schon wieder. Jetzt. Oh, super. Jetzt ruft er seine Helferchen da wieder hoch. Das ist ja mal ein Dick-Move. Und ich habe nichts. Das war super. Der gute alte Wrestling-Move. Jetzt habe ich ihn aber gleich. Ich will noch mal den Sprung machen. Ah! Da! Ja! Aber ich bin sehr happy, dass ich die Gesundheit noch dabei hatte, ne, diese komischen Energy Drinks. Jetzt hockt er da im Schneidersitz, der Affe. Hätte ruhig mal ein bisschen mitmachen können. Ja, jetzt merkt er endlich, ne, dass er ein Arschloch ist, aber. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Vielleicht lag ich ja falsch. Und Kazuma Kiryu fängt ja nicht eine Romanze mit der Barkeeperin an, sondern mit Nagumo. Could be. Ich hätte gern wieder das Tag gehört. Ich finde es bei Nacht so ein bisschen trostlos. Jetzt hören die noch Best Buddies hier, ne? Pass mal auf. Gut, dass er was zum Lachen hat. Wenn er in seiner Golferhose da rumsitzt. Wow, er würde die Frau sogar uns überlassen. Ja, das ist jetzt gerade hier ein dicker Bonding-Moment. Oh mein Gott, wir haben einen Butler. Jetzt machen wir unsere eigene Crime Family. Wer ist denn der Typ? Das wird der Vater sein. Ne? Der hat so ungefähr das Alter wahrscheinlich. Ja, der hilft uns jetzt weiter. Oder es ist der Vater. Mal gucken. Also Aniki heißt anscheinend irgendwie, das ist mein Boss jetzt oder mein Anführer irgendwie. Das ist halt so ein Begriff aus dem Yakuza-Slang. Also ich kann verstehen, wenn man die Serie mag, aber mir ist es echt teilweise zu viel Leerlauf und zu viel Story-Schnipsel und mit Leuten quatschen. Ah, das ist ja Takeshi Kitano von Takeshis Castle. Das ist der Mann. Das ist Takeshis Schloss. Takeshi Kitano, ein unglaublicher Allround-Talent in Japan. Regisseur, Schauspieler, Komödiant, Autor. Wahnsinnstyp. Saugeil, dass er hier dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt irgendwas kommt, wo es wieder auf die Backen gibt. Was hat der denn für einen leckeren Eisbecher da? Was steckt denn da alles drin? Melone? Kirsche oben? Ne, Erdbeere oben drauf, ne? Ja, das ist doch jetzt eine Falle. Deswegen heißt diese Kapitel auch Deception, ne? Der hat auf die Backen bekommen und der soll uns jetzt rauslocken. Und deswegen werden wir in eine Falle gelockt. Ja,
Okay, also vielleicht doch nicht eine Falle, vielleicht lag ich da falsch. Man muss wieder irgendjemanden retten. Ja, der Typ ist aber auch dumm wie Stroh, ne? Unser Untertan hier. Das wird wieder böse enden. Ja, nothing about this sounded right. Das ist eine Falle. Ich sag's euch. Das ist alles wischiwaschi Bullshit. Nothing about this sounded right. Ja, das ist, da werden wir doch in eine Falle gelockt. Glaube ich einfach nicht dran, dass wir da. Ja, busy. Schauen wir mal, wie viel los ist. Sehr gut. Kazuma Kiryu, ne? Diese Respektlosigkeit lassen wir nicht durchgehen. Dude, was willst du denn? Du trägst einen Overall. Außer man arbeitet in einer Werkstatt, gibt es keinen Grund, jemals einen Overall zu tragen. Mal schauen, ob ich jetzt merke, dass meine Stat-Boosts ein bisschen was gebracht haben. Wow. Drunk Civilians, okay, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. So läuft es hier, ne? Da gibt es einmal ein Roundhouse mit einem Tisch und dann liegt die Hälfte schon am Boden. Prime Fighting Time. Was? So. Das ging ratzfatz. Aber es ist schon alles so ein bisschen repetitiv, ne? Es sind immer diese langen Sequenzen an Zwischensequenzen, wo ich dann den ganzen Text lesen darf. Dann gehe ich irgendwo hin und verprügle ich jemanden. Dann wieder Zwischensequenz mit viel Text. Dann wieder jemanden verprügeln. Also, ich mag die Atmosphäre vom Spiel und wie Japan dargestellt wird. Aber so vom Spielerischen finde ich es schon so ein bisschen, ja, da fehlt mir noch ein bisschen was, ne? Aber die Meat and Bones des Spiels, also das, ne, das eigentlich das Eingemachte, was die Mahlzeit ausmacht, ist mir so ein bisschen zu dünn. Also ich erwische mich halt auch immer wieder dabei, wie ich diese Zwischensequenzen einfach überspringe und X drücke, weil ich finde es jetzt nicht so spannend, weil es mir zu lang hin und her geht. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Kiyomos Bar. Nein, ich will keine Troubler-Mission. So, Tag ist rum. Wir haben im Endeffekt wieder nicht wirklich viel gemacht, außer halt Typen verprügelt. An der Stelle komme ich jetzt einfach mal zum Ende. Also ich glaube, das war's jetzt mit dem Yakuza-Tagebuch. Ich finde es schon alles ganz cool irgendwie und ich mag den Flair, den dieses Spiel vermittelt, was jetzt Japan angeht. Also das sieht schon alles sehr, sehr schick aus. Aber mich nervt so ein bisschen diese Erzählstruktur, dass es immer diese langen Sequenzen sind mit viel Text, den ich lesen muss. Und die sind dann teilweise auch einfach nicht so spannend inszeniert. Und dieses Laufbooten hin und her geschickt werden, das ist mir so ein bisschen zu viel des Guten. Also es fühlt sich für mich einfach so gestreckt an. So spannend ist die Story jetzt nämlich auch nicht. Und die Charaktere, vielleicht ist es anders, wenn man mit Kazuma Kiryu mehr Berührungen hatte in der Vergangenheit mit den anderen Spielen. Für mich ist es das erste Yakuza. Und mich haut es jetzt nicht so aus den Socken. Die Kämpfe sind ganz nett, aber das ist halt auch sehr immer Schema F-mäßig. Ich gehe irgendwo lang, dann kommt eine normale Gruppe, normale Typen, die ich verprügle. Oder ich gehe irgendwo hin und verprügle ich Missionstypen. Und weiß ich nicht. Es ist schön und gut und ich kann verstehen, wenn es einem gefällt. Bei mir fehlt jetzt einfach die Connection, dass ich mir denke, das lohnt sich jetzt großartig weiterzuspielen. Beziehungsweise so packend ist es für mich nicht inszeniert, dass ich jetzt wirklich weiter wissen will, wie es weitergeht. Ja, ist sicherlich ein gutes Spiel, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu ungeduldig für.